Die großen Konzerne scheinen ganz viel in dieser Welt bestimmen zu können und auch über die Wissenschaft das Sagen zu haben. Viele aktuelle Beispiele zeigen das auf. Und hier sind eine Gruppe von besonders engagierten Menschen, Wissenschaftlern und anderen Aktivisten, die sich mit der Frage auseinandersetzen, inwieweit der Mobilfunk eventuell gefährlich für uns Menschen sein kann und jetzt insbesondere, wie sehr die 5G-Ausstattung in der Bundesrepublik Deutschland und in der ganzen Welt zu gesundheitlichen Risiken führt. Es gibt erschreckende Studien, es gibt Berichte aus der Europäischen Kommission, es gibt viele Leute, die sich jetzt Jahrzehnte mit diesen Fragen beschäftigen. Und ich wünsche eine spannende Konferenz. Wir von Oval Media übertragen diese auf Deutsch und auch auf Englisch. Und die Kompetenzinitiative heißt sie hier. Herzlich willkommen. Eine gute Konferenz wünsche ich. Mein Name ist Robert Siebes. Auch von uns nochmal ein ganz, ganz herzliches Dankeschön an unsere Pianistin Yuki, die diese Tagung so wunderbar eröffnet hat. Vielen Dank. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch hier und zu Hause an den Bildschirmen, ich darf Sie ganz herzlich zu unserer diesjährigen internationalen Tagung der Kompetenzinitiative begrüßen. Mein Name ist Mario Babylon und ich darf Sie zusammen mit meinem Kollegen aus dem Vorstand, dem Peter Ludwig, hier willkommen heißen und Sie ein wenig durchs Programm führen. Ja, wir sind hier in dem Düsseldorfer Goethe-Museum, dem ehrwürdigen Goethe-Museum, wo wir auch ja, die Brücke schlagen wollen von Goethe zu den Fortschrittsdebatten unserer Zeit. Unser Thema der Tagung lautet zur aktuellen 5G-Mobilfunkdiskussion, Risiken und Perspektiven. Diese werden wir ausgiebig beleuchten und hoffentlich dann auch sehr viel Zeit neben den interessanten Vorträgen auch zur Diskussion zu haben. Und ich hoffe natürlich, dass auch unter Ihnen dann es noch zu einem regen Austausch, Informationsaustausch kommen wird, sodass wir dann ja bezüglich dieser Thematik auch gesellschaftlichen Schritt vorangehen können. Was erwartet uns die nächsten 3 Tage? Wir beginnen heute unsere Tagung mit erstmal der allgemeinen Grundlagenforschung. Da werden Ihnen erste Ergebnisse präsentiert, die sehr, sehr interessant sein werden. Im Anschluss darauf werden wir dann die Auswirkungen auf die Umwelt und den Menschen diskutieren. Das wird dann auch der erste Teil des morgigen Tages umfassen und im zweiten Teil am Samstag werden wir uns mit den wissenschaftspolitischen und gesellschaftlichen Herausforderungen beschäftigen. Am Sonntag schließen wir die Tagung ab mit einer Podiumsdiskussion und werden hier diskutieren zu den Herausforderungen und Perspektiven rund um dieses doch spannungsgeladene Thema. Dann wünsche ich Ihnen einen interessanten Tag, beziehungsweise mehrere interessante Tage. Und ja, möchte ja darauf ja, hinweisen bzw. bitten, auch aktiv zu diskutieren und die Zeit mit den hochkarätigen Referenten, Referentinnen zu nutzen, um dann auch ja, diese Informationen weitertragen zu können. Ein kleiner Hinweis noch, da ich selbst elektrohypersensibel bin und die Belastung hier in dieser Räumlichkeit mir sehr viel Stress bereitet, würde ich Sie bitten, Ihre Geräte in den Flugmodus zu schalten. Sie können ja dann in den Pausen gerne wieder kurz Ihre Nachrichten, SMS, Mails prüfen, aber es wäre prima, wenn Sie es zumindest während der Vorträge in den Flugmodus setzen könnten. Vielen Dank. Ja, wie Mario schon angedeutet hat,
Es ist ein recht ungewöhnlicher Ort für unser Thema. Ungewöhnlich, das Goethe-Museum Düsseldorf. Wie kommt man von Goethe gewissermaßen zu den Fortschrittsdebatten unserer Zeit? Wir hoffen, da einige Anregungen geben zu können, vor allem nachher durch den Eröffnungsvortrag von Karl Richter zum Beispiel. Goethe-Museum Düsseldorf, besonders schmerzlich ist es für uns, weswegen diese Tagung auch keine leichte ist und ihre besonderen Schwierigkeiten hat, dass ausgerechnet der Direktor des Goethe-Museums Düsseldorf, Professor Christoph Fingerszahn, und die Vizedirektorin Dr. Heike Spieß krankheitsbedingt heute nicht da sein können. Das ist schmerzlich, weil beide in Goethes Spirit und im Spirit dieses Hauses, des Goethe-Museum Düsseldorf, nicht zuletzt diese Tagung leidenschaftlich befördert haben und mitgestaltet und vorbereitet haben, über ein Jahr lang. Und ich danke hier nochmal an dieser Stelle Professor Christoph Fingerszahn und Dr. Heike Spieß, die jetzt vielleicht zu Hause sind, krank, nicht hier sein können, für diese Einladung an uns und die Möglichkeit, dass wir in diesem Haus dieses Thema vorstellen und präsentieren dürfen. Also vielen Dank Ihnen beiden. Zu den Improvisationen der Veranstaltung gehört, dass Dr. Heike Spieß mich gebeten hat, ihre Grußworte an Sie weiter zu vermitteln heute. Ich erlaube mir also jetzt gleich, Ihr Grußwort vorzulesen und im Namen von Professor Fingerszahn und auch von Dr. Heike Spieß Sie alle herzlich willkommen zu heißen. Ja? Das Grußwort von Heike Spieß. Dies ist ein ganz besonderer Augenblick der Freude, Sie alle herzlich im Goethe-Museum Düsseldorf, im historischen Schloss Jägerhof, zu dieser dringend gebotenen wissenschaftlichen Tagung der Kompetenzinitiative willkommen zu heißen. Danke, dass Sie der Einladung gefolgt sind. Das dritte große Goethe-Museum in Deutschland, neben Frankfurt und Weimar, die Anton und Katharina Kippenberg Stiftung, ist aus guten Gründen Veranstaltungsort und Gastgeber der Tagung in der Landeshauptstadt Nordrhein-Westfalens. Erlauben Sie mir, dass ich in aller Kürze der mir zugestandenen Zeit vor dem Hintergrund der bald beginnenden Forschungsdebatten eine komprimierte Skizze zu Goethe in seiner Zeit unternehme. Aktuelle Berührungspunkte zu den hier verhandelten Themen sollen aufgezeigt werden. Johann Wolfgang Goethe hat als Dichter, Jurist, Staatsminister und Naturwissenschaftler auf allen Gebieten seiner umfassenden Tätigkeiten Verantwortung erkannt und angenommen. Im Mittelpunkt einer ganzheitlichen, mit den Jahren auf die Überwindung von trennenden Kräften abzielenden Betrachtungsweise stand der Mensch und mit dem Menschen die umgebende Welt, heute würden wir sagen Umwelt. Ausgehend von subjektiver Zentrierung öffnet sich die auf Universalität zielende Persönlichkeit für notwendige Aufgaben und Projekte und Pflichten eines lebenspraktischen Humanismus. Mensch, Tier und Pflanze
bedürfen gleichermaßen der Aufmerksamkeit und des Schutzes angesichts der göttlichen Schöpfung. Das von Goethe präferierte Prinzip der Evolution wird gegen revolutionäre Vorgehensweisen abgewogen. Evolution, Revolution. Wichtige Vorstellungen für Goethe. Als Dichter hat der junge Goethe die ihn umgebende natürliche Lebenswelt erlebt, sie beobachtet und sich mit naturwissenschaftlichen Fragestellungen angenähert. Ausgehend von einer stets wachen Haltung gegenüber Naturereignissen aller Art finden Überlegungen zur Morphologie und wachsendes Interesse an empirischer Naturforschung zunehmend Eingang in den künstlerischen Schaffensprozess. Schritt- und stufenweise werden immanente Gesetzmäßigkeiten augenfälliger Phänomene, ob in der Pflanzenkunde, Mineralogie, Wetterkunde oder Anatomie und weitere Wissensgebiete, ergründet. Dass alle Bereiche durch dringendes Studium der Morphologie als Methode fördert und bewahrt den Blick für das dynamische Prinzip, für systemische Zusammenhänge, für Veränderung und Vernetzung. Wichtige, auch moderne Vorstellungen, die Goethe hier schon entwickelt. Hinsichtlich der kommunikativen Ausrichtung kann zweifelsfrei behauptet werden, dass Goethe zu den europaweit bestvernetzten Persönlichkeiten zählte und damit den gesellschaftlichen, ethisch-ästhetischen und naturwissenschaftlichen Dialog den Möglichkeiten der Zeit initiiert, gepflegt und gefördert hat. Die Universalität Goethes und die internationale Resonanz, zum Beispiel auf den Roman Die Leiden des jungen Werthers, sind im Zusammenhang mit dem ausgeprägten Vernetzungsinteresse der impulsgebenden Persönlichkeit zu verstehen. Die drängende Frage nach dem Geheimnis des Lebens als Zentrum der Schöpfung an sich wird in der Tragödie Faust I in der Forderung, dass ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält, provokant, unausweichlich angesichts der eigenen Unwissenheitserfahrung eines gebildeten Forschers aufgeworfen. Die Thematik der Tagung aktiviert in allen zu diskutierenden Schwerpunkten den Blick für eben solche in der Anlage bereits vorhandene, vielfach ökologische Fragestellungen in der Goethezeit. Waren überwiegend Kriege, Krankheiten und Naturkatastrophen Auslöser für Veränderungen durch Wahrnehmung, zum Beispiel das Erdbeben von Lissabon 1755, Vulkanausbrüche der Zeit, Überschwemmungen, Sturmfluten, so gab es auch Reaktionen auf Umbrüche in der Natur, die durch den Menschen verursacht wurden. Zu einem Gespräch mit dem wissenschaftlichen Mitarbeiter Friedrich Wilhelm Riemer vermerkt Goethe im Jahr 1811 in seinem Tagebuch: In Verbindung mit einem rechten und eigentlichen Mathematiker, der die Kombinationslehre anwendete, müsste man en gros die möglichen Geschöpfe ausfindig machen. Die Erfahrung gibt uns oft nur die Varietäten von möglichen, denn durch die Fortschritte der Kultur kommen gewisse Tiere nicht mehr zum Vorschein. Naturwissenschaftliche Erkenntnisse, zum Beispiel aus der Farbenlehre aus dem Jahre 1810, finden Eingang in die dialogische Lyrik des westöstlichen Divan. Der altersweise Roman Wilhelm Meisters Wanderjahre oder Die Entsagenden entfaltet Modelle einer zukünftigen, expandierenden Lebens- und Bildungswelt als Alternative zu bestehenden Formen unter Berücksichtigung von daraus erwachsenen Konsequenzen. Zum Beispiel zentrale Themen des Romans sind Amerika, die Arbeit der Weber,
pädagogische Provinz und so weiter. Absichtsvoll für zukünftige Generationen in dramatische Dichtung, Faust II gefasst, werden Visionen wie die Schaffung eines künstlichen Menschen, Landgewinnung im großen Stil, das Verhältnis von Macht und Ohnmacht und dazu fatale Störungen von ehemals funktionierenden Systemen weitsichtig vorgeführt. Der bedrohte, labile Einklang von sich fortschreitend entwickelnder Lebenswelt mit Gegebenheiten der Natur ist offenkundig schon in der Goethezeit erkannt worden. Das heißt, man kann durchaus im Sinne von Heike Spieß sagen, Goethe hat auch sehr viel mit der Entdeckung der Ökologie in der Literatur zu tun, die sich abspielt etwa seit Mitte des 18. Jahrhunderts. Die Positionierung des kosmopolitischen Dichters und der engagiert kritischen Forscherpersönlichkeit als deutscher Weltbürger dokumentiert das Ausmaß der angestrebten Identifikation in eigenem Denken und Handeln. Diese Persönlichkeit Goethe, die für Universalität des Wissens repräsentativ ist, würde die Anliegen der Tagung begrüßen. Oder, einfach gesagt, Goethe würde sich freuen, dass wir hier heute zusammen tagen, im Sinne auch von Heike Spieß. Heike Spieß dankt allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Goethe-Museums Düsseldorf, die ich auch aus eigener Anschauung nur bestätigen kann, uns tatkräftig unterstützt haben, gestern vor allen Dingen den Tag über. Und Dank für den Einsatz des gesamten Teams des Goethe-Museums Düsseldorf in diesen Vorbereitungszeit, die manchmal nicht ganz rund lief, aber dennoch dazu geführt hat, dass wir heute hier zusammensitzen können. Und Heike Spieß dankt uns allen, dass wir hier sind, miteinander sprechen, diskutieren und Vorträge hören. Danke im Namen von Heike Spieß. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde, es ist mir eine große Ehre, dass ich Sie hier im Namen der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie begrüßen darf. Mein Name ist Klaus Buchner, ich gehöre zum geschäftsführenden Vorstand der Kompetenzinitiative. Wie wir schon gehört haben, gilt unser aller besonderer Dank der Leitung des Goethe-Museums Düsseldorf. Zuerst natürlich Herrn Direktor Prof. Dr. Christoph Wingertszahn, er wurde ja schon ausführlich erwähnt, und der stellvertretenden Direktorin Frau Dr. Heike Spieß. Leider können Sie heute nicht da sein. Unser herzlicher Dank geht auch an unsere Freunde und Förderer und Partner, die uns diese Tagung erst ermöglicht haben. Besonders an die, die uns seit vielen Jahren fördern und gefördert haben. Familie Arnsberger und ihre Stiftung für die Kinder, Herr Lothar Moll, Unternehmer, Firma Pro Klima aus Schwetzingen. Unser Dank gilt natürlich auch den Partnern der Tagung, der Johann Wolfgang von Goethe Stiftung Basel, die uns ja seit vielen Jahren sehr stark fördert, der Umwelt- und Verbraucherorganisation Diagnose Funk, der Allianz Eliant, der Gesellschaft für Gesundheitsberatung, dem Verband für Baubiologie und besonders auch dem Medienpartner Oval Media, dessen Wirkung Sie ja hier überall sehen können.
Das Thema unserer Veranstaltung heißt zur aktuellen 5G-Mobilfunkdiskussion. Dabei werden zuerst einige neue wissenschaftliche Erkenntnisse vorgestellt. Das ist der erste Teil der Tagung, im Wesentlichen heute und morgen früh. Anschließend beschäftigen wir uns mit der Reaktion der Industrie auf die Schädigungen der Gesundheit und der Umwelt. Schließlich werden die Möglichkeiten, aber auch die Pflichten des Staats und der Gemeinden bei der Gestaltung eines gesundheitsverträglichen Mobilfunks diskutiert. Ich glaube, das bietet genügend Gesprächsstoff und ich hoffe auf angeregte Diskussionen. Uns allen eine interessante, gewinnbringende Tagung. Vielen Dank. Wir kommen nun zum ersten Vortrag von unserem lieben Professor Dr. Karl Richter von Goethe zur ökologischen Krise der Gegenwart. Bitte schön. Also zwei kleine Berichtigungen vorweg. Zunächst einmal, ich referiere hier das Thema von Goethe zur ökologischen Krise der Gegenwart, aber der ganze Komplex, um den es dabei geht, ist aufbereitet worden von so etwas wie einem Goethe-Trio, dem ich zutiefst dankbar bin, und das ist die sind die Düsseldorfer, vor allem hier mit Dr. Heike Spieß, die den Weg hier in das Haus gewiesen hat auf einer Wanderung. Sie ist von Kindheit an mit dem Allgäu verbunden und ich auch nach Flucht und Vertreibung. Und da hat sie damals zu mir gesagt, wie ich ja gesagt habe, wir haben unser wunderbares Schlösschen in den Vogesen, in dem wir, glaube ich, an die 10-mal getagt haben, das uns die Goethe-Stiftung Basel zur Verfügung gestellt hat. Auch ihr nochmal ein riesiges Dankeschön. Wir konnten dort Tagungen unter optimalen Bedingungen halten, französisch verpflegt sogar. Aber das ging Corona-bedingt auch, und Altersperspektiven haben eine Rolle gespielt, nicht mehr. Das Schlösschen musste verkauft werden, und da kam uns Heike Spieß zu Hilfe bei einer Wanderung und sagte, Karl, komm doch zu uns. Und dafür also unser großes Dankeschön an das Haus hier, auch Kollegen Wingertzahn. Das eine. Das andere, du hast mich vorgestellt als Professor. Ich habe mir angewöhnt, von Anfang an als Bürger zu arbeiten. Das heißt, ohne Titel. Titel gebe ich nur noch in Österreich an, wann ich dann ein besseres Zimmer bekomme, normalerweise. Aber sonst nicht. Was allerdings auch zu etwas geführt hat, wo mich dann Bürger gesagt haben, Karl, nutze deine Titel, es schützt uns. Und da komme ich zum Vortrag selbst, zu viel also nur als kleinen Schnack vorweg. Unsere Initiative hat allen Anlass, unter dem Thema dieses Vortrags auf drei Goethe-Institutionen hinzuweisen, die auf je andere Weise unser Umweltengagement gefördert haben. Kollege Gerd Sautermeister, der leider krankheitsbedingt nicht teilnehmen kann, obwohl er sich sehr gefreut hat drauf. Er ist der Präsident der Goethe-Gesellschaft Bremen, hat mich vor Jahren zu einem Vortrag eingeladen, der ausdrücklich nicht über Goethe, sondern über meine Umweltaktivitäten informieren sollte. Eine Ermutigung auf erkennbar schwierigem Wege. Die Goethe-Stiftung Basel mit ihrer Präsidentin, Frau Professor Stinzi, bot uns ihr wunderbares Schlösschen in Klingenthal seit 2009 für unsere Tagung.
Und als das diesmal nicht ging, kam uns, das habe ich gesagt, das Goethe-Museum Düsseldorf zu Hilfe, in dem ich 2017 meinen letzten Goethe-Vortrag gehalten hatte. Kommt mit eurer Tagung doch zu uns, lautete das freundschaftliche Angebot. Wir danken von Herzen für die bezeichneten Unterstützungen unseres Engagements. Mit der Einladung in das Goethe-Museum haben wir aber auch die Aufgabe übernommen, öffentlich zu erläutern, was es rechtfertigen kann, aktuelles Umweltengagement im Namen Goethes zu unterstützen. Dabei will ich mich nicht nur darauf berufen, dass der Umweltbegriff tatsächlich das erste Mal bei Goethe vorkommt. Zeigen möchte ich vor allem auch, wie beides geschichtlich und sachlich zusammengehört. Dass es auch kein Zufall ist, wenn ein 2020 erschienenes bedeutsames Buch Heinrich Deterings die Entdeckung der Ökologie der Geschichte der Literatur von Haller bis Humboldt zuschreibt, eine Entdeckung, die sich nach zwei Seiten hin äußert. Die Literatur macht deutlich, wie sehr der Mensch auf die Nähe zur Natur angewiesen ist. Sie sensibilisiert eben deshalb, aber auch dafür, was der Mensch mit Eingriffen in den Haushalt der Natur anrichtet. Ich komme zum ersten Teil meiner Ausführungen, vom interdisziplinären Interesse zu Deutungen des technischen Fortschritts. Auch wo ich im Folgenden von eigenen Erfahrungen ausgehe, geht es mir allgemeiner um Gelenkstellen einer kultur- und sozialgeschichtlichen Verknüpfung, die schließlich in eine interdisziplinäre Vereinigung einmünden, deren Arbeit wir mit unserer gegenwärtigen Tagung fortsetzen. Ich habe bis zum Abitur geschwankt, ob ich Deutsch und Geschichte oder Physik und Mathematik studieren soll. Aber auch meine Entscheidung für den Schwerpunkt Literaturwissenschaft bot mir schon bald Anlass, beide Seiten meines Interesses zu verbinden. Motivierend wirkte dabei die Begegnung mit der Kritik des englischen Naturforschers und Romanciers Charles Percy Snow, der in der tiefen Kluft zwischen naturwissenschaftlich-technischer und geisteswissenschaftlich-literarischer Intelligenz eine große Gefahr für den Fortschritt und seine Kontrolle sah. In meiner Habilitationsschrift konnte ich zeigen, wie vielfältig die Lyrik der Aufklärung auf die Geschichte der Naturwissenschaften bezogen ist. Und Goethes Schaffen, das auch viele Bereiche an Naturforschung umschließt, wurde mir schon bald zu einem zentralen Paradigma der bestehenden Verbindungen. Sie trugen entscheidend auch zu der neuartigen Münchner Goethe-Ausgabe bei, deren Architekt ich bin, die dem wichtigen Stellenwert seiner naturwissenschaftlichen Arbeit auch für die literarische Produktion einen eigenen Ausdruck gab. Die neue und andere Ausgabe des Goethe-Werks war nicht wie üblich nach Gattungsbereichen untergliedert, sondern nach Schaffensepochen. Das zeitliche Nebeneinander, gerade auch von poetischer und naturwissenschaftlicher Arbeit, kam dabei in neuer Weise zur Geltung. Die Universität des Saarlandes hat dieser Edition anlässlich einer umfassenden archivarischen Dokumentation der Entstehung dieser Edition, es waren nicht weniger als 50 Leitsordner, eine eigene Schrift, also die ist dokumentiert worden, diese Entstehung, und aus diesem Anlass eine eigene Schrift in der Reihe der Universitätsreden entstanden. Ich habe 20 Exemplare für Goethe-Freunde dieser Schrift an das Haus geschickt. Sie sind aber bis jetzt nicht aufgetaucht. Also wo sie gelandet sind und wo da die Fehlerquellen liegen, weiß ich nicht. Wer aber als Goethe-Freund Interesse an der Schrift hat, möge mir das sagen. Ich notiere mir das und schicke es ihm zu.
Noch während mich die Goethe-Ausgabe in Atem hielt, setzte sich das interdisziplinäre Interesse aber auch in weitere Bereiche der Literatur hinein fort, dies vor allem in das sogenannte Physikerdrama der Moderne. Dessen besonderer geschichtlicher Hintergrund sind die Geschichte der Atomphysik und die Bombenwürfe auf Hiroshima und Nagasaki. Brechts lebendes Galilei ist das erste dieser Stücke. Die bekanntesten weiteren sind Frischs Chinesische Mauer, Donnermatts Physiker, schließlich Kipperts in der Sache Oppenheimer und noch einige andere. Die zentrale Thematik in diesen Stücken bilden Entgleisungen des Fortschritts und Probleme seiner Kontrolle. Die Deutungen der Literatur in diesen Stücken waren der Entwicklung der Zeit weit voraus und machten auf je andere Weise sichtbar, dass die Entwicklung des menschheitlichen Bewusstseins mit dem Stand des technisch Machbaren und Möglichen nicht Schritt gehalten hat. Wichtig war dabei auch, dass ich vom Physikerdrama aus in Kontakt zu einer natur- und sozialwissenschaftlichen Diskussion kam, die meine kritische Auseinandersetzung mit dem Fortschritt bis heute geprägt hat. Um nur einiges zu nennen, was zwar Jahrzehnte zurückliegt, was aber aktueller mir scheint denn je. Zum Beispiel in seinem Buch »Die Wissenschaft und die gefährdete Welt – eine Wissenschaftssoziologie der Atomphysik, 1969 erschienen, sieht es Friedrich Wagner als generelle Gefahr, dass Fortschritt, Progress, auch regressive Wirkungen nach sich zieht, was es erforderlich macht, angemessene Anteile der wissenschaftlichen Arbeit auch für die Erforschung und Kontrolle dieser regressiven Wirkungen einzusetzen. In Publikationen von Franz Alt und Klaus Töpfer begegnete ich der Feststellung, dass es zwei Arten von Kriegen gibt. Das sollten wir uns gut merken heute. Diejenigen in der politischen Welt, aber auch denjenigen von Mensch und Natur. Und wenn ich dann in Karl Friedrich von Weizsäckers Buch »Kriegsfolgen und Kriegsverhütung«, auch das aktueller denn je, auf die These stieß, dass Friede stets auch die Bereitschaft zum Gewaltverzicht voraussetzt. Friede setzt die Bereitschaft zum Gewaltverzicht voraus. So lag es nahe, diese Konsequenz auch auf das Verhältnis von Mensch und Natur zu übertragen. Die Verfasser des zweiten Berichts an den Club of Rome mit dem Titel »Menschheit am Wendepunkt« tun genau das. Sie werten die Kluft zwischen Mensch und Natur schon 1974 als das wichtigste Problem unserer Zeit und sagen eine Katastrophe größten Ausmaßes voraus, wenn der Mensch auf seinem bisherigen Weg zur gewaltsamen Beherrschung und Ausbeutung der Natur fortschreitet. Der Weg von solchen Erkenntnissen, die mir heute aktueller denn je erscheinen, in mein eigenes Umweltengagement, war nicht weit. Ich bekam aber auch so einen sehr konkreten gesellschaftlichen Anlass, diesen Weg zu gehen. Und komme nun zum zweiten Teil, die Gründung der Kompetenzinitiative und ein Rückblick auf das erste Jahrzehnt ihrer Arbeit. Um die Jahrtausendwende war seitens der Politik des Saarlandes mehrfach zu hören, dass das kleine Land zu einer Modellregion des Mobilfunks gemacht werden sollte. Ich habe manchmal kritisch auch gesagt, die sollen aufpassen, dass sie nicht das Aufsteigerland der künstlichen Intelligenz zu einem Absteigerland der natürlichen Intelligenz machen. Entsprechend zügig schritt aber auch nicht nur der Ausbau des Antennennetzes voran, also mit diesem Ziel, sondern auch die Zahl der Betroffenen, die an sich selbst, aber auch zum Beispiel an Bäumen
im näheren Umfeld von Antennen schädigende Wirkungen beobachteten. Ich selber gehörte auch dazu. 2004 gründeten wir das Bündnis saarländischer Bürgerinitiativen Mobilfunk, also erstmal auf Landesebene. Ich habe mit diesem Bündnis schauerliche Erfahrungen gemacht, auch weil ich alle Titel vermied. Zum Beispiel, dass ein Minister uns sagte, das darf ich jetzt außerhalb des Manuskripts einblenden, sein Verständnis von Demokratie kundgab: Je größer der Widerstand der Bürger, desto richtiger die Politik. Ein wunderbares, flächendeckendes Demokratieverständnis. Das andere, dass ich bei einer Veranstaltung eines Ortsvorstehers und dreier Vertreter der Mobilfunkindustrie, die der Bevölkerung den Segen einer neuen Antenne verdeutlichen sollte, und ich aber zweimal, obwohl ich nie, meine Wortmeldung nie aufgerufen wurde, zweimal vernehmlich fragte, sollte man nicht auch die Frage der gesundheitlichen Wirkungen zur Diskussion stellen. Danach sollte ich mit polizeilicher Hilfe aus dem Saal befördert werden. Das war mir ganz neu in meiner Karriere. Ja, aber wir hatten dann auch erstaunliche Erfolge. Zu den größten Erfolgen gehörte, dass wir erstens mal mehrere Gespräche auf Ministerebene erreichten, wobei mich einer der Minister sogar freundschaftlich in den Arm nahm und sagte, er habe bisher nur den Goethe-Richter gekannt, jetzt kenne er auch den Umweltbürger dieses Namens. Und das war also das eine, die Gespräche auf Ministerebene. Das andere, wir erreichten eine Anhörung im Landtag des Saarlandes, die den Kritikern der Entwicklung die gleiche Zahl von Referentenstimmen zubilligte wie denjenigen, die den Ausbau des Antennennetzes vorantrieben und der Öffentlichkeit einfach versicherten, es gebe keine größeren Risiken. Einer der Hauptmacher sagte mal sogar, die Risiken seien nicht größer als die beim Fahrradfahren. Doch im Ergebnis hat gerade auch diese Veranstaltung zu der Einsicht beigetragen, dass auf Landesebene Änderungen des Kurses kaum zu erwarten waren. Denn es war nicht zuletzt die Vertreterin des Bundesamtes für Strahlenschutz, die Risiken am entschiedensten dementierte. Sie machte für uns damit deutlich, dass just die für den Schutz der Bevölkerung zuständige Bundesbehörde den Stand der unabhängigen Risikoforschung nicht kannte oder nicht kennen wollte. Mit dieser Erkenntnis reifte in mir der Entschluss, als Korrektiv zu den staatlichen Vorgaben eine breit basierte interdisziplinäre und internationale Fachinitiative zu gründen. In dem Kempner Arzt Markus Kern fand ich einen Partner, der mit mir gemeinsam im Mai 2007 diese, etwas umständlich formuliert, aber es sind die Hauptbereiche, die da zusammengezogen werden, die Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und Demokratie. Zu den wichtigsten Instrumenten unserer Arbeit gehörten, ich muss jetzt manches so überblicksweise zusammenfassen, zwei Publikationsreisen, interne und öffentliche Tagungen, eine stetig wachsende Homepage, zuweilen auch die Unterstützung unabhängiger Forschung, dies zumeist in Kooperation mit der von Franz Adelkofer gegründeten Stiftung Pandora. Für die internationale Beachtung unserer Arbeit sprachen schon bald zahlreiche Übersetzungen unserer Schriften. Ein Verzeichnis dieser Schriften, das ist jetzt die zweite postalische Panne, wollte ich hier auf allen Plätzen auslegen. Es sind die Schriften von 2017 bis 2018, die in diesem letzten Verzeichnis, das wir publiziert haben, dokumentiert sind. Und Sie sehen, was wir in einer gedruckten Broschürenreihe und online alles zugänglich gemacht haben. Also da muss ich mich für die Post oder wo auch immer die Panne liegt, entschuldigen.
Peter Ludwig wird dieses Verzeichnis, was Sie von uns gerne haben können, da können Sie einfach auch die uns anschreiben. Peter Ludwig wird das um die Publikationen der letzten 5 Jahre ergänzen. Alles übrigens online, zugänglich, kostenfrei, aber sehr vieles eben auch gedruckt, über den Versand von Diagnosefunk erreichbar. Die wichtigsten Themengebiete von Schriften und Tagungen zusammengefasst im ersten Jahrzehnt unserer Arbeit waren die Schädigung von Menschen, Tieren und Pflanzen durch elektromagnetische Felder, das besondere Risiko für Kinder und Jugendliche, Erkenntnisse der Langzeitwirkungen gentoxische und krebsinitiierende bzw. promovierende Wirkungen der Strahlung, Erforschung der Wirkmechanismen, Möglichkeit der Strahlenreduzierung und des Einsatzes alternativer technologischer Konzepte, Anforderungen an einen zeitgemäßen Strahlenschutz, Einhaltung gesetzlicher Schutzzusagen, die Untauglichkeit von weit tausendfach überhöhten Grenzwerten, die nur die thermischen Wirkungen berücksichtigen und sich einem lobbyistisch unterwanderten Gremium verdankten. Dazu wird der Klaus Buchner noch einiges sagen. Nur in 2 besonders begründeten Fällen möchte ich mit ein paar Sätzen über diese pauschalierende Themenzusammenfassung hinausgehen. Es handelt sich dabei um Schriften 2 großartiger Ärzte und Wissenschaftler, die uns in den zurückliegenden Wochen verlassen haben. Und macht das Problem? Jetzt, was ist? Ja? Also nicht da drauf drücken. Ja, ich mache viele solche Eseleien, aber das gehört halt so zu meinem Alter von demnächst 86. Zunahme an Weisheit, aber auch Zunahme an großer Blödheit. Also in 2 Punkten möchte ich über diese pauschalierende Wiedergabe der Themen hinausgehen und sind die beiden wunderbaren Ärzte und Forscher, die uns in den zurückliegenden Wochen verlassen haben und deren Wirkung wir nach dieser Tagung noch eine angemessenere Würdigung widmen werden. Franz Adelkofer hat für die mobilfunkkritische Bewegung eine besondere Bedeutung. Er ist der Architekt der Reflexstudie mit ihren so bedeutsamen Erkenntnissen gentoxischer Wirkungen der Strahlung. Er hat ihren wissenschaftlichen Ertrag aber auch mit hohem Einsatz gegen völlig aus der Luft gegriffene Behauptung angeblicher Fälschung verteidigt. Das zeigt nur, wie weh diese Erkenntnisse der Industrie und dem Staat getan haben. Und wie kein anderer hat Adelkofer dabei auch die Brüchigkeit eines Systems entlarvt, das sich als angeblicher Strahlenschutz ausgibt. Strahlenschutz im Widerspruch zur Wissenschaft ist der charakteristische Titel einer der maßgeblich von ihm gestalteten Dokumentationen mit Heft 5 unserer Broschürenreihe. Karl Hecht bietet ein weiteres markantes Beispiel für die Bedeutung, zuweilen auch Kühnheit unserer Arbeit. In einer umfangreichen Recherche hatte er sogar in staatlichem Auftrag 878 russische Studien ausgewertet, die sich regelmäßigen Untersuchungen von Arbeitern verdankten, die mit Hochfrequenzgeräten umgingen. Als die Recherche der Langzeitrisiken vorlag und zu höchst beunruhigenden Erkenntnissen gekommen war, verschwand sie postwendend in unzugänglichen staatlichen Schubladen. Doch Hecht hatte sie ja. Und wir einigten uns darauf, dass er die Recherche zwar aus urheberrechtlichen Gründen umschreiben musste, aber dass uns aus ethischen und gesundheitspolitischen Gründen niemand daran hindern konnte, sie zu publizieren.
Und wir ergänzten Hechts kühne Schrift zu den Folgen der Langzeitwirkung von Elektrosmog sogar noch um eine große öffentliche Tagung in Würzburg, auf der führende Wissenschaftler der internationalen Szene ihre eigenen Erkenntnisse der von industrieller und staatlicher Seite bislang vollkommen ignorierten Langzeitrisiken vortrugen. Es waren hervorragende Vorträge und Wissenschaftler, deren Erkenntnisse wir mit Heft 9 unserer Broschürenreihe zugänglich machten. Mein eigenes Schwerpunktgebiet in Publikationen, wenn ich das noch hinzufügen darf, war das der Demokratie. Ich sah sie beeinträchtigt und deformiert durch die Missachtung geltender Schutzgesetze, durch lobbyistische Infiltration auch der staatlichen Strahlenschutzorgane, durch die verbreitete Anpassung von Medien und Gerichten an die Ansichten von Staat und Industrie, damit aber auch durch die Einschränkung der für eine funktionierende Demokratie so zentral bedeutsamen und wichtigen Gewaltenteilung seit der Französischen Revolution. Vorträge zum Thema, und auch das sei an diesem Ort gesagt und vielleicht ja auch gebeichtet, habe ich zuweilen mit 4 Goethe-Versen abgeschlossen, die Goethe ohne Überschrift publiziert hat, denen Herausgeber aber gern der Struktur nach die Überschrift Annonce gaben. Und ich habe diesen Kunsttitel Annonce noch durch einen aktualisierenden Zusatz ergänzt und alles zusammen lautet dann, also Annonce, mein aktualisierender Zusatz, Regierung sucht den idealen Bürger. Und nun die 4 Goethe-Verse, die kein Student, den ich da fragte, von wem sind diese Verse, Goethe zugetraut hätte, sondern alle verwiesen auf Tucholsky, Brecht oder Kästner oder sonst jemand. Aber sie sind von Goethe und lauten, also nochmal Überschrift von mir und Herausgeber, Annonce, Regierung sucht den idealen Bürger, der originale Goethe-Text, ein Hündchen wird gesucht, das weder murrt noch beißt, zerbrochene Gläser frisst und Diamanten, und jetzt dürfen Sie ergänzen, 3 Punkte. Hinzugefügt habe ich dann noch als abschließende Ermutigung wie notwendige gegenwartsbezogene Abgrenzung, liebe Freunde, lasst uns kritische Bürger und keine willfährigen Hündchen sein, in klarer Distanz aber auch zur Radikalisierung und Gewalt. Denn es sind bekanntlich vor allem die Rechten, die sich da manche auf den Zug aufspringen wollen. 2017 konnte unsere Initiative auf 10 Jahre ihres Bestehens zurückblicken. Das Jubiläum bot Anlass zu Überschau und Zusammenfassung, aber auch zur Frage des weiteren Prozedere. Solchen Intentionen verdankt sich Heft 10 unserer Broschürenreihe, dessen Organisation ich übernommen habe. Zusammenfassend ist bereits der Titel Gegen Irrwege der Mobilfunkpolitik für Fortschritte im Strahlenschutz, kritische Bilanz nach einem Vierteljahrhundert des Mobilfunks. Erstmals hatten wir den Text eines ganzen Heftes auch mit 18 bekannten großen Gesundheits- und Umweltorganisationen abgestimmt, um ihn anschließend auf breiter Grundlage für eine Petition an die Adresse der politischen Verantwortlichen zu nutzen. 2017 erschien die Schrift, doch die geplante Petition unterblieb und Peter Ludwig wird Ihnen gleich im Anschluss an meine Ausführungen sagen, die Gründe, warum das unterblieb. Ich danke Ihnen. Entschuldigen Sie bitte.
Ja, es sind zwei Ereignisse eingetreten in der Zeit, von der Karl sprach, in persönlicher Hinsicht und in gesellschaftlicher Hinsicht. Persönlich, Karl, durchlebst du seither eine extreme Lebenssituation, weil deine geliebte Frau Barbara verstorben ist. Du kennst das Gedicht, Karl, wenn ich dir das sagen darf, hier, Wiederfinden von unserem Dichter und ganz bekanntes Divan-Gedicht aus dem westöstlichen Divan, Wiederfinden. Ich weiß, dass es ein Lieblingsgedicht von dir ist und auch von uns, von Goethe-Freundinnen und Freunden. Es ist dort sehr viel die Rede von Trennen, von Abschied nehmen, du weißt es. Aber am Ende, im Sinne des Titels, tatsächlich und mit großer Klarheit und Gewissheit ausgesprochen, vom Wiederfinden. Das ist das dichtes Wort. Kann etwas Trost spenden, denke ich. Darum habe ich aktuell, weil wir auch mit Corona ja konfrontiert sind, diese vielberufene 3G-Regel durch eine 3N-Regel ersetzt. Und die 3N-Regel, das sind die 3 Lebensaufgaben, die ich einem alten Esel wie mir gestellt sehe. Die erste Aufgabe ist Leben, solange das noch geht. Die zweite Aufgabe ist Loslassen, was eben nicht mehr geht. Und das dritte L steht für eine Liebe, die mit dem Tod nicht endet. Ja, in gesellschaftlicher Hinsicht, das haben Sie mitbekommen, haben wir die Einführung und den Ausbau der neuen 5G-Technologie, die als die Fortschrittstechnologie überall angepriesen wird. Und vor diesem Hintergrund haben wir schon 2019 damals in Mainz im Kurfürstlichen Schloss eine eigene Tagung veranstaltet, 2019. Warum diese Tagung damals? Man stellte fest, wir beobachteten eine überschäumende Euphorie, eine Mystifizierung, so kann man auch sagen, dieser neuen Fortschrittstechnologie, ohne zu erwähnen, ohne zu reflektieren, dass diese Fortschrittstechnologie auch mögliche Risiken haben kann. Aus dem Statement zitiere ich Ihnen den Schlusssatz. Statement zu dieser Mainz-Tagung von allen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die damals da waren, können Sie übrigens auch auf unserem YouTube-Kanal nochmal anschauen. Die Tagung ist dort dokumentiert. Also, das Statement Mainz, ich zitiere, wir halten eine ebenso breit angelegte wie auch tiefgehende gesellschaftliche Auseinandersetzung über Möglichkeiten, aber auch über Grenzen der Digitalisierung und insbesondere der gesundheitlichen und ökologischen Risiken dringend für erforderlich. Das war 2019 im Oktober, ziemlich genau 3 Jahre her. Und in diesem Kontext bewegte sich die Initiative mit ihrer Arbeit. Durch Schriftenpublikationen, ich nenne jetzt nur ganz kurz die letzten 5 aktuellen Schriften, vielleicht haben die einen oder anderen schon mitbekommen, dass wir eine Schrift zur Elektrohypersensibilität gemacht haben, Heft 11, Heft 12 von Martin Paul, dem renommierten US-Wissenschaftler, zu 5G als ernste globale Herausforderung. Heft 13 von dem bekannten Umweltexperten Wilfried Kühling, der hier auch noch referieren wird, die Tage, über 5G durch gesamträumliche Planung steuern, also dieser Aspekt der Planung. Heft 14 von den Europapolitikern Michel Rivasi und Klaus Buchner,
die auch noch in diesen Tagen darüber berichten werden, zum Beispiel über diese sehr fragwürdige Lobbyarbeit, den Lobbyismus, den es gibt in dem Mobilfunkbereich, auch auf europäischer Ebene. Und zuletzt das Heft 15, das sogenannte Weißbuch Elektromagnetische Felder von Wilfried Kühling und Peter Ludwig. Das war die zuletzt erschienene Schrift. Hinzu kommen auch verstärkte filmische Arbeiten, Klaus, von dir, von Klaus Scheidsteger, mit Reportagen, mit Interviews, Gesprächen, themenbezogen zu 5G, aber auch zum gesamten Mobilfunkbereich, die auf unserem YouTube-Kanal anzuschauen sind, wenn Sie Interesse haben. Aber das fragt sich Karl wahrscheinlich auch manchmal, was bringt das denn alles, Karl? Das ist doch wirklich ein Außenseiterthema. Hat das überhaupt einen Sinn, diese Arbeit der Initiative? Das werde ich häufig gefragt. Und im Arbeitsalltag hat man selten genügend Zeit, darauf ausführlicher zu antworten. Ich kann das auch heute nicht tun, möchte nur ganz kurz mein Verhältnis zu Goethe und zur modernen Literatur skizzieren, aber wirklich nur in Stichworten. Erstes Stichwort: Außenseiter-Dasein. Sie wissen vielleicht, Goethe war mit seinen wissenschaftlichen Schriften zeitlebens Außenseiter. Und gerade in der Zeit des frühen 19. Jahrhunderts, wo sich die Fortschrittswissenschaften formierten, entwickelten, die Fachdisziplinen, da galt Goethe als Dilettant mit seiner Naturforschung. Heute erkennt man aber zunehmend, Karl hat darauf hingewiesen, auf wichtige Naturwissenschaftler, insbesondere in Kreisen innovativer Wissenschaftstheorie und Praxis, wie bedeutsam multiperspektivisches und interdisziplinäres Arbeiten im Umgang mit Mensch und Natur ist. Multiperspektivisch und interdisziplinär. Und insbesondere die Zusammenarbeit von Kunst und Wissenschaft hielt Goethe, Karl, du weißt es, für eine oberste Priorität. Das darf ich hier besonders sagen, weil wir uns im Goethe-Museum Düsseldorf befinden. Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und durchaus auch Naturwissenschaft und Kunst. Gerade in Fragen des Fortschritts. Ich komme zum zweiten Stichpunkt: Achtsamkeit in Bezug auf das Leben und das Lebendige. Achtsamkeit. Die heutige Wissenschaft lässt sich nur allzu oft noch von Francis Bacons neuzeitlichem Programm leiten, wie es im neuen Organon von 1620 niedergelegt ist. Es ginge darum, heißt es dort, zitiere, die Macht und Herrschaft des Menschengeschlechts selbst über die Gesamtheit der Natur zu erneuern und zu erweitern. Des Menschen Herrschaft beruht allein auf den Künsten und Wissenschaften. Zitat Ende jetzt. Die Natur nämlich lässt sich nur durch Gehorsam besiegen. Sie merken am Vokabular Bacons, das ist sehr militärisch geprägt. Wie überhaupt, wenn man mal die Dokumente anschaut aus der Wissenschaftsentwicklung, gerade der neuzeitlichen und modernen Wissenschaftsentwicklung, das Vokabular, schon die Sprache, oft sehr militärisch klingt. Wie Karl sagt, kriegerisch. Ja? Es ist aber gerade Goethe, der sich immer wieder mit solchen neuzeitlich-technizistischen Imaginationen auseinandersetzt und stattdessen realitätsnahe Vorstellungen, zum Beispiel von zarter Empirie, spricht Goethe, von Ganzheitlichkeit, von Achtsamkeit in Bezug auf Umwelt und Mensch, anbietet. Drittes Stichwort: Wachsamkeit. Wachsamkeit der Wissenschaft, insbesondere in Bezug auf das eigene Tun.
Es wird in der heutigen Wissenschaft und insbesondere in dem Bereich, den wir bearbeiten, im Mobilfunkbereich, sehr häufig mit sogenannten vermeintlichen objektiven Erkenntnissen operiert und argumentiert. Liest man einmal im historischen Teil der Farbenlehre von Goethe nach, besonders die Kapitel über die neuzeitliche Wissenschaftsentwicklung, so erfährt man dort überraschenderweise auch etwas zum Thema Wissenschaft und ihre möglichen Abhängigkeiten im Spannungsfeld von Herrschaft, Politik und Wirtschaft. In den Maximen und Reflexionen heißt es zum Beispiel zu diesem Komplex, ich zitiere, da es aber einmal geschehen war und die Wissenschaft sich als ein Staatsglied im Staatskörper fühlten, einen Rang bei Prozessionen und anderen Feierlichkeiten erhielten, war bald der höhere Zweck aus den Augen verloren. Man stellte eine Person vor und die Wissenschaften hatten auch Mäntelchen um und Käppchen auf. Es ist daher für innovative Wissenschaftstheorie und Praxis eine unverzichtbare Erkenntnis, dass Wissenschaft immer auch, und das gilt aus meiner Sicht bis in ihre Theorien und Methodenbildungen hinein, eine soziale und gesellschaftliche Größe ist. Wissenschaft also nicht als abgehoben betrachten, vermeintlich objektiv, sondern eine soziale, gesellschaftliche Größe. Natürlich in Abhängigkeiten stehend. Wachsamkeit der Wissenschaft ist deswegen angeraten. Insbesondere Wachsamkeit, das heißt Selbstreflexion in Bezug auf das eigene Tun und den Kontext. Ich sage das als Kultur- und Literaturwissenschaftler. Für uns ist das selbstverständlich, dass wir das tun. Ich komme zu meinem letzten Stichwort, Einmischen erwünscht und möglicherweise sogar erforderlich. Es kann noch heute Freude machen, in Goethes morphologischen und naturwissenschaftlichen Heften zu lesen. Die unterschiedlichen Texte darin zeugen von einem Stilpluralismus, der ebenso ein Laienpublikum wie ein Fachpublikum ansprechen kann. Wissenschaft und Kunst bzw. Literatur vermitteln gemeinsam auf je eigene Weise ein Wissen, an dem möglichst viele teilhaben können. Das ist Goethe ganz wichtig. Teilhabe vieler Leserinnen und Leser. So gesehen ist es erwünscht, wenn nicht dringend nötig, dass sich auch Nichtwissenschaftler, Bürgerinnen und Bürger an Fortschrittsdiskursen beteiligen können und einmischen können, vor allen Dingen. Es kann einem bei solchen Gedanken, und Karl kennt diese Gedanken, Dürrenmatts Physiker einfallen. Übrigens eine Theateraufführung, die Sie heute Abend sehr gerne besuchen können. Dürrenmatts Physiker im Stück oder nach dem Stück heißt Punkt 16, Inhalt der Physik geht die Physiker an, die Auswirkungen alle Menschen. Punkt 17, was alle angeht, können nur alle lösen. Also hier ganz deutlich Wissenschaft als soziale Größe und wir sind gewissermaßen aufgefordert, uns einmischen zu dürfen und einmischen zu können. Es gehört zu den Anliegen der Kompetenzinitiative, das künstlerische, literarische Gedächtnis der Moderne in ihre wissenschaftliche Arbeit einzubeziehen. Karl hat das dargelegt. Die Künste und die Literatur gleichermaßen erscheinen in meiner Wahrnehmung wie Seismographen. Wie Seismographen, Kunst und Literatur, die über ein feines Gespür verfügen für Bewegungen, Wellen, Sensibilitäten in den Tiefen und Untiefen unserer Zeit. Daher also auch die interdisziplinäre Ausrichtung der Initiative, der Kompetenzinitiative. Vor diesem hier nur skizzierten Hintergrund freuen wir uns. Es war wirklich eine große Freude bei uns im Vorstandsteam, auch bei den Mitgliedern,
dass die Schriften der Kompetenzinitiative Karl von dir begründet, inzwischen aufgenommen sind in die Deutsche Zentralbibliothek Medizin, Abteilung Lebenswissenschaften. Es ist nicht selbstverständlich, dass... Ja? Karl hat eine Reihe von Schriften genannt. Es ist nicht selbstverständlich für eine NGO, dass sie quasi auch offiziell in den Fachdiskurs aufgenommen ist. Zum Schluss noch ein kurzes Wort. Die Aktivitäten und Publikationen der Kompetenzinitiative sind wesentlich von der Vision getragen, dass es in Bezug auf den gravierenden technologischen Umbruch mit Digitalisierung und 5G, Mobilfunk, einen offenen gesellschaftlichen Diskurs geben sollte. Einen offenen gesellschaftlichen Diskurs, an dem möglichst alle teilnehmen können. Denn wir sind alle vom Fortschritt mehr oder weniger betroffen. Diese Tagung im Goethe-Museum möchte einen Beitrag zu solchen Fortschrittsgesprächen, Fortschrittsdiskursen leisten. Und wir danken Ihnen hier und auch Ihnen zu Hause an den Bildschirmen, dass Sie daran teilhaben. Also nochmal herzliche Einladung. Und wenn Sie jetzt Fragen haben an Karl und mich, gerne. Ich danke Ihnen. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Max Moser aus Graz, Österreich bzw. Schweiz. Ganz herzlichen Dank für diese sehr, sehr, sehr interessanten Ausführungen. Wie konnte die deutsche Literaturlandschaft, wie konnte das Feuilleton vergessen, was Goethe hier gesagt hat? Wie konnte es passieren, dass Wissenschaftsblatt als absolut gültig, objektiv, die Wahrheit reflektierend, unabhängig dargelegt wird, wenn es doch völlig klar ist, in welchen Abhängigkeiten Wissenschaftler stehen? Man braucht doch nur die finanziellen Disclosures in den amerikanischen Zeitschriften lesen, wo dann die Experten, die bei uns als Experten gefeiert werden und auf die alles bezogen ist, sich outen, als von wem sie alles Geld bekommen haben dafür, dass sie diese Dinge sagen, die sie sagen. Karl, möchtest du darauf antworten? Ja, danke für diese Frage. Schwierige Frage. Ganz komplex zu beantworten, glaube ich. In meiner Jugendzeit, als ich anfing, Literaturwissenschaft zu studieren, war es selbstverständlich, dass die Literatur und die Kunst sehr breit vertreten war im gesellschaftlichen Diskurs, Max. Und das wollte ich sagen als eine Idee. Man könnte darüber eine Forschungsarbeit schreiben, über deine Frage aus meiner Sicht. Ich vermute, die Kultur, die Kunst und die Literatur mischen sich zu wenig ein. Das ist mein Eindruck. Ich muss das sogar zu meiner eigenen Schande gestehen, denn ich bin Kulturwissenschaftler und Literaturwissenschaftler. Ich glaube, es würde unserer Gesellschaft gut tun, wenn gerade aus diesen kreativen Bereichen, kreative, Kulturschaffende, du weißt, was ich meine, Max, stärker die Stimme erhoben würde und einfach mitgemischt würde. Denn den Diskurs bestimmen nach meiner Beobachtung, Karl, nach deiner auch, technizistische Argumentation und ökonomistische, so will ich es mal sagen, Argumentation. Aber Karl, du wolltest noch was? Zwei Dinge. Also was du, Max,
was du gesagt hast. Das eine ist, dass sich der im Gefolge von Bacon der Fortschrittsbegriff etwas verselbstständigt hat und als fraglos positiv besetzter Wert galt, was auch darin seinen Ausdruck findet, dass Bacon gleichzeitig der Begründer, er hat ja die Utopie Nova Atlantis geschrieben selber, und Begründer der Tradition der positiven Fortschrittsutopien. Und das ändert sich in der Literatur, beispielsweise mit Dürrenmatts Physikern, die ja heute Abend angeboten werden, wo der vor dem Hintergrund von Bacons Fortschrittsvisionen genau der Weg in die negative Utopie gezeigt wird. Die totale Zerstörung, die Möglichkeit totaler Zerstörung. Und das ist das, was der Soziologe Friedrich Wagner mit dem Teufelskreis von Progress und Regress gemeint hat, dass eben Progress immer auch oder sehr häufig auch Regress bis hin zur Vernichtung regressive Wirkungen nach sich zieht und dem viel zu wenig Beachtung gewidmet wird. Gibt es noch weitere Fragen, Anregungen, Ideen? Ja, Lothar, ich bringe dir das Mikro, oder? Ja? Ich denke, das ist eben auch eine sehr große, ein Einfluss der Medien, also Wissenschaft und Medien. Wenn man das gesehen hat, jetzt, was eben passierte mit der ganzen Corona-Geschichte, wie absurd alles war und trotzdem es durchgesetzt wurde. So läuft es eben in sehr vielen anderen Bereichen eben auch. Und wenn man sich aber Webseiten ansieht, wie zum Beispiel uncut-news.ch oder TKP von Österreich, AT, TKP.at, da sieht man eben dann ganz viele Studien, die gemacht worden sind, noch von sehr idealistischen Menschen, die dann zeigten, dass die Realität eben doch eine andere ist. Ich glaube auch, Lothar, was du ansprichst, wenn ich darauf antworten darf, dass die Medien eine große Verantwortung haben. Eine große Verantwortung in dem Sinne, so wie ich das und wir das beobachten, dass es in der Wissenschaft oft nicht eine Einschätzung, eine Theorie oder eine Meinung gibt, sondern dass die Wissenschaft lebt vom Dialog und Diskussion. Und es ist die Frage, ob das Medium die Aufgabe hat, sich irgendwo auf eine Meinung oder Einschätzung zu fokussieren oder ob es ganz, wie wir das kennen aus der Tradition, ganz sachlich jedenfalls mal oder sachbezogen die Diskussion nachzeichnet. Und das ist aus meiner Sicht ein schwieriges Problem. Also, dass sich Medien auch als Vorreiter oder, sagen wir mal, Antriebsmotoren von bestimmten wissenschaftlichen Meinungen oder Einschätzungen oder Theorien machen. Ja, ja. Ja, und man sagt ja, Wissen ist Macht, aber Wissen beruht auf der Information. Mhm. Und welche Informationen haben wir? Fragezeichen. Und die werden eben dann von den Medien entweder vorgegeben oder gefiltert. Ich habe mal so 20, 30, 40 verschiedene alternative Portale, Links zusammengestellt über verschiedene Bereiche, über Corona, über und so weiter und so weiter. Und würde sie dir mal einfach mailen, dass du sie weitergeben kannst an die Runde hier. Ja, danke, Lothar, danke. Gibt es weitere Fragen oder Anregungen, Ideen? Ja, gerne. Mario, hier vorne, oder soll ich das Mikro weitergeben? Ja, hallo, Amrita Tren. Ich finde es toll, dass Sie diese Verbindung bringen, Kunst, Literatur und so weiter, Wissenschaft, interdisziplinäre Bereiche. Aber Thema Religion, Kirche, Spiritualität sollte unbedingt dazu, weil ich finde, die Kirche hat absolut versagt. Und das muss ein Blickfeld auch. Danke.
Da ist vielleicht auch wichtig dazu zu sagen, dass in unserer ersten Schrift, das ist die Schrift von Ulrich Warnke, Bienen, Vögel und Menschen, die Zerstörung der Natur durch Elektrosmog, dass ich dazu die Einführung für die ganze Reihe geschrieben habe. Und die spricht ausdrücklich von unserer Verantwortung für die Schöpfung. Das heißt, da ist der, und das ist mir wichtig, weil es auch schon zu Konflikten geführt hat, dass man uns gesagt hat, habt ihr überhaupt mit solchen religiösen Aspekten wie Schöpfung zu tun? Es ist ganz wichtig, wir verteidigen auch die Schöpfung. Gibt es noch weitere Fragen oder Anregungen? Ja, Britta. Ich wollte, Sie haben ja vorhin gesagt, dass der Fortschritt mittlerweile, also im Moment sehr positiv ausgelegt wird. Ich finde aber auch, dass der Fortschrittsgedanke im Moment sehr, sehr verengt dargestellt wird. Fortschritt kann ja auf vielen Ebenen passieren. Im Moment ist es vor allem ein sehr realistischer Fortschritt, also ein technisierter und ein finanzieller Fortschritt. Vor vielen hundert Jahren, als die Industrialisierung begann, haben die Unternehmensführer versucht, die Arbeiter durchgehend dazu zu bringen, in den Fabriken zu arbeiten und nicht nach zwei Wochen, wenn sie genug Geld haben, aufzuhören. Dazu musste man die erstmal bringen mit, ja, ihr bekommt dann Rente und alle möglichen. Damals herrschte noch ein ganz anderes Denken, dass möglicherweise auch andere Sachen als reines Geld noch mehr Wert haben, als es im Moment man das Gefühl hat zumindest. Und wenn man die Leute fragt, was ihnen wichtig ist, sagen viele, Liebe, meine Familie, Beziehungen. Und wenn man anschaut, was passiert, ist es was ganz anderes. Ich kann das nur bestätigen. Dann könnte man den Fortschrittsgedanken auch wieder erweitern in diese anderen Richtung. Ich kann das nur bestätigen, auch aus unseren Beobachtungen, vielen Dank dafür, dass wir, auch Karl hat das ja schon gesagt, mit sehr verengten, gesellschaftlich sehr verengten Fortschrittsbegriffen und Fortschrittsvorstellungen operieren. Und umso wichtiger ist es, ich sage das jetzt als Literaturgeschichtler, jemand, der sich mit Geschichte befasst, sich historisch gewissermaßen einzuarbeiten und, wie Sie sagen, zu sehen, es gibt ja auch andere Modelle. Es gibt ja nicht nur das eine, das wir jetzt vielleicht heute haben oder favorisieren oder dominant ist. Es gibt auch andere in der Geschichte. Ich finde das eine wichtige Anregung. Gibt es noch weitere Fragen? Ja, gerne. Das ist die Iris. Schau, da ist die Iris. Ich fand das einigermaßen irritierend, dass Sie sagten, dass Sie damals in der Diskussion, als Sie die Frage nach der Gesundheit gestellt haben, die da dieser Aspekt, der da auch mit reinspielt, dass da die Polizei in der Nähe war, die Sie beinahe abgeführt hätten, oder ich weiß nicht mehr genau, wie Sie es ausgedrückt haben. Das war zu einer Zeit, da musste ich schmunzeln, das war zu einer Zeit, als man das noch nicht so in der Öffentlichkeit hatte, dass die Polizei sich da eingestellt hat. Ich will darauf raus, wir sollen diskutieren, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung, das ist gut, aber wenn wir jetzt anfangen zu diskutieren, müssen wir dann nicht befürchten, dass dann der Dialog gar nicht hochkommt. Also ich erinnere mich an diese Zeit, als Andi Scheuer diese Diskussion gemacht hat zu 5G. Die schienen, also ich habe jetzt nicht das Haarklein verfolgt, aber das Ganze lief irgendwie sehr, sehr gesittet in einzelnen Schritten und die Diskussion, die breite gesellschaftliche Diskussion über 5G ist sehr, sehr dünn geblieben. Ja. Aber es ist interessant, was Sie sagen und wo ich auch, glaube ich, präzisieren kann und muss. Der genaue Hergang war der, dass der schlimmste von den vier Referenten waren nicht einmal die Vertreter der Mobilfunkindustrie, sondern der Ortsvorsteher. Und wie ich also das zweite Mal diese Frage der Gesundheit gestellt hatte, hat er Folgendes gesagt. Ist hier kein Polizist im Raum, der diesen Herrn da hinaus begleitet.
diesen Herrn da hinaus begleitet. Was er erreicht hat, war, dass die 200 Bürger, die mich eingeladen hatten, das ist immerhin der positive Effekt, bin aufgestanden, habe gesagt, Sie sehen, ich soll die Veranstaltung verlassen. Wenn Sie der Meinung sind, dass das richtig ist, gehe ich, brauche ich keinen Polizisten, denn es war keiner im Raum, das ist noch das Gute, gehe ich selber. Wenn Sie meinen, es ist besser, ich bleibe, bleibe ich, egal was passiert. Und dann haben die wir im Chor gerufen, bleiben Sie. Und das ganze Podium hat keinen Fuß mehr auf den Boden bekommen. Das heißt, die Veranstaltung ist im Tumult untergegangen. Und Klaus. Danke. Dazu noch eine andere Bemerkung. Es gibt ein Papier des EU-Ministerrats über Digitalisierung, was zum Glück keine Gesetzeskraft hat. Aber da steht in Artikel 36 ausdrücklich, man müsse die Strafverfolgungsbehörden ertüchtigen, das Wort steht da wirklich drin, Leute zu verfolgen, die einen Zusammenhang zwischen 5G und Corona sehen. Wobei der Zusammenhang wissenschaftlich nicht wegzudiskutieren ist. Es gibt sehr viele, inzwischen noch sehr viel mehr wissenschaftliche Arbeiten, die eine Schwächung des Immunsystems durch Funkstrahlung unter gewissen Umständen, also man kann es nicht pauschal sagen, feststellen. Also diese Schwächung des Immunsystems, und außerdem wissen wir, dass die Viren die Calciumkanäle in die Zellen benutzen zur Replikation. Auch die werden durch Funkstrahlung geöffnet. Ich komme mir vor, wirklich wie zur Zeit von Galilei, wo gut etablierte wissenschaftliche Erkenntnisse jetzt mit Strafe verfolgt werden sollen. Ich darf vorschlagen, danke Klaus, ich darf vorschlagen, dass wir, wenn noch Fragen sind oder Anregungen, Diskussionen, wir die auch ein bisschen verschieben können. Wir haben am Sonntag auch noch eine Podiumsdiskussion und haben ja immer wieder zwischendurch Zeit, um Fragen zu beantworten oder zu diskutieren. Und würde in Anbetracht, dass die Kaffeepause, sollen wir jetzt Kaffeepause machen? Und Klaus, wärst du einverstanden? Weil dann dieses Pionierprojekt Atem 3 vorgestellt würde, dann, wenn ihr dafür seid, machen wir Kaffeepause. Ich würde sagen, wenn es geht, bis 11 Uhr und würden uns dann wieder einfinden und würden dann bis zur Mittagspause Atem 3 Pionierstudie hören. Ja? Gut, dann eine gute Kaffeepause. Darf ich noch eine halbe Minute? Halbe Minute, das ist ein Dankeschön auch an das Haus und den Zusammenhang von Kultur, und das, was wir hier treiben. Wir verstehen uns nicht als Feinde der Digitalisierung. Doch soweit dabei Funktechnologien eingesetzt werden, engagieren wir uns für möglichst schonende Technologien, eine industrieunabhängige Forschung und die Einhaltung geltender deutscher und europäischer Schutzgesetze. Werden diese komplementären Gebote versäumt, droht dem Aufstieg an künstlicher Intelligenz ein Abstieg an natürlicher Intelligenz. Und Moment, ich habe das im Zuge von Kürzungen aus dem Manuskript rausgenommen gehabt. Von Abstieg natürlicher Intelligenz und spezifisch menschlicher Kultur. Und weil wir auch für diese Komplementarität von Fortschritt und Kultur eintreten, sind wir der Vorstandschaft des Goethe-Museums Düsseldorf auch dankbar für die Beigaben an geisteswissenschaftlicher Kultur zu unserem Programm, wie das Klavierspiel oder abends die Physiker im Theater. Danke. Wenn Sie jetzt, wenn
Wenn Sie jetzt zur Kaffeepause gehen, kommen Sie an Inga vorbei. Die hat eine Liste. Wer heute Mittag teilnehmen möchte am Essen, soll sich bitte dort kurz vermerken lassen. Da ist auch ein Speiseplan dabei, was es gibt. Ja? Also dann eine gute Pause.